Kleidungshersteller Outfox behauptet, dass er den menschlichen Geruch so filtern kann, dass er von dem Wild deutlich weniger wahrgenommen wird. Gelänge das, wäre das eine jagdliche Sensation. Und genau aus diesem Grund hat sich Chefredakteur Frank Rako der Sache persönlich angenommen. Erfolg und Misserfolg auf der Jagd misst sich nicht nur in der Anzahl erbeuteten Wildes. Allein die Beobachtung von Wild, ohne bemerkt zu werden, werten Jäger als Erfolg. Wenn sie entdeckt werden, ist in den meisten Fällen der Wind verantwortlich. Er verrät des Weidmanns Gegenwart und Vergangenheit öfter, als man glaubt. Windfang, Gebrech und Nase sind den Menschen haushoch überlegen. Bislang. Es gibt eine Firma, die behauptet, einen Filter erfunden zu haben, der menschliche Gerüche nicht durchlässt. Für den Geruchssinn der Wildtiere soll man angeblich nahezu unsichtbar sein. Um eine solche Aussage zu testen, benötigt man sensibles Wild. Rotwild ist gemeinhin als besonders empfindlich bekannt. Um das Ganze filmen zu können, sollte das Wild möglichst tagaktiv sein. Eine solche Möglichkeit bietet der Truppenübungsplatz Grafenwöhr in der Oberpfalz. Was ist das Besondere an dem Gelände? Das Besondere an der Fläche, die wir hier haben, ist, dass es ein geschlossener Truppenübungsplatz ist mit einer Größe von 23.000 Hektar, der nach außen hin offen ist, nicht abgegrenzt ist, nur durch Schilder markiert. Und eben ein reiner Scharfschießplatz. Das heißt, der wird also Tag und Nacht genutzt fürs Scharfschießen mit großen Freiflächen, Waldbereiche, vielfältig strukturiertes Gelände. Und hier findet das Rotwild halt ideale Bedingungen vor, eigentlich so wie die das brauchen. Steppenlandschaft mit kleinen Bereichen, Heckenlandschaften, wo die unterschlüpfen können, Deckungsflächen haben und eben auch kaum Störungen vorfinden. Durch, was man eben aus der Zivilisation her kennt, Mountainbiker, Jogger und Sonstiges. Flächen, die vom Menschen nicht oder aber für das Wild berechenbar genutzt werden, sind regelrechte Ruheoasen. Maschinengewehr und Panzerfeuer stören das Wild überhaupt nicht. Um zu testen, ob des Jägers Geruch wahrgenommen wird, sind bestimmte Voraussetzungen notwendig. Das Wild darf den Jäger nicht sehen. Er muss sich schrittweise dem Wild mit Wind nähern. Und das muss dann auch noch mit der Kamera dokumentiert werden. Keine leichte Aufgabe. Normalerweise flieht das Wild, sobald es menschliche Witterung wahrnimmt. Zumindest wenn die Intensität eine bestimmte Nähe vermuten lässt. Wie ist die Idee zu diesem Geruchsfilter entstanden? Die Idee ist vor 3 Jahren entstanden durch einen glücklichen Zufall. In einer Zusammenkunft mit dem Unternehmer Hasso von Blücher in Erkrath, der mit seinem Unternehmen Weltmarktführer ist in der Herstellung militärischer Schutzbekleidung, kam die Thematik auf, kann diese Filtertechnologie, die im militärischen Bereich den Soldaten von außen nach innen schützt, vor chemischen und biologischen Waffen, kann diese Filtertechnologie auch eine andere Anwendung finden. Also eine Protection, einen Schutz von innen nach außen. Und da waren wir natürlich relativ schnell, auch schon berufsbedingt, bei dem Thema Jagd und Jäger. Und wir wissen eben, dass die menschliche Witterung einer der größten Störfaktoren ist, die sensible Wildarten beunruhigt. Und so ist es, um es mal einfach auszudrücken, uns relativ schnell gelungen, diese Filtertechnologie innerhalb von 2 Jahren in einem Kompetenzteam für eine Jagdbekleidung zu entwickeln, einzubauen und auf den Markt zu bringen. Chefredakteur der DJZ, Frank Rako, will den Test persönlich durchführen. Ich habe das vorher schon mal ausprobiert, auch schon mal von einem anderen Hersteller und war, muss ich wirklich sagen, äußerst skeptisch. Als das damals hieß, da hast du also sozusagen so einen Tarnmantel und dann kannst du mit Wind auf das Wild losmarschieren und sowas alles. Da habe ich gesagt, ja, könnt ihr mir schöne Sachen erzählen.
Aber ich habe es, muss ich sagen, auch damals schon ernsthaft versucht, weil ich wollte es auch wissen. Leider Gottes ist das gar nicht so einfach. Erstmal vom jachtlichen Verhalten. Man geht ja eigentlich immer gegen den Wind. Jetzt musste man also die Sache genau umdrehen. Und dann musste es natürlich auch passig sein, weil ich wollte zwei Dinge vermeiden. Das Wild sollte nicht durch die Bewegung auf mich aufmerksam werden und auch nicht durch Geräusche. Also musste man eigentlich eher einen Standort suchen. Und schließlich ist das dann gelungen und zu meinem großen Erstaunen, das war allerdings noch andere Kleidung, hat das Wild zwar was gemerkt, aber ganz eindeutig nur irritierend. Und dann habe ich gesagt, oh, da an der Sache muss was dran sein. Der Test sollte eigentlich auf dieser Fläche stattfinden. Ein Anpirschen ohne eräugt zu werden, beurteilen die Jäger als unmöglich. Also machen sie einen kleinen Ortswechsel und versuchen an anderer Stelle ihr Glück. Der Geruchsfilter bedeckt den ganzen Körper. Die Kopfbedeckung ist mit einem abnehmbaren Gesichtsschutz versehen. Neben Jacke und Hose gibt es auch spezielle Handschuhe. Sämtliche Kleidung ist mit dem sogenannten Ergotan-Filter ausgestattet. Diese Bekleidungsschicht wird per Reißverschluss mit der Kleidung verbunden. Der Ergotan-Filter filtert von außen nach innen wie von innen sämtliche Gerüche. Das heißt, der menschliche Geruch, der von mir entweicht, wird komplett durch die Aktivkohle gefiltert. Und es gelingt uns, durch den Ergotanfilter die menschliche Konzentration deutlich zu reduzieren. Ob das stimmt, erfahren die Tester sehr schnell. Bis auf ca. 60 Meter sind sie an ein Rudel herangekommen. Der Wind kommt schräg von hinten. Die vorderen Stücke des Rudels stehen aber direkt im Wind und reagieren nicht. Ein Alttier äugt sichernd in Richtung der Jäger und äst dann weiter. Auch ein Basthirsch schert sich nicht um die drohende Gefahr. Das Indikatorpuder zeigt die Windrichtung schräg von hinten. Es ist kaum fassbar. Über welche Entfernung nimmt Rotwild den Menschen denn wahr? Also bei Rückenwind ist es so, Erfahrungswerte jetzt 400 Meter, maximal 500 Meter. Dann, also wenn ich diesen Bereich unterschreite, dann gehen sie weg. Dieses Rudel sichert plötzlich vermehrt. Die Tester sind sich allerdings sicher, dass die Unruhe durch ein herannahendes Auto verursacht wurde. Mit Wind hätte die Gruppe die Bildfläche panisch verlassen. Die nächste Gelegenheit für einen Test bietet das sogenannte Impact-Gelände. Hier wird scharf geschossen. Mehrere Hirsche liegen oder stehen im Ginster. Man kann nur die Geweihenden sehen. Der Wind zieht genau auf die Fläche, kommt etwas von rechts. Frank Rako und Revierleiter Andreas Irle wollen die Hirsche umschlagen. Sie gehen so, dass der Wind genau von hinten kommt. Normalerweise würde der Wind vom Ansitz schon reichen, um die Geweihten zu vertreiben. Das Pirschen durch den Ginster ist allerdings laut. Unterm Strich kann man nicht sagen, was die Hirsche zur Flucht veranlasst hat. Geräusche oder Gerüche. Dazu muss man aber wissen, für die Jagd hätte die Entfernung immer gereicht. Nach diesem Test dürfen erstmal die Hunde aus dem Auto. Zwischen Granatsplittern wird sich erstmal gelöst. Es ist also mit Sicherheit, das ist mit Sicherheit auch ein großer Vorteil, gerade wenn ich das Rotwild in Bereichen habe, wo es sich also wohlfühlen soll und Ruhe sein soll, ohne Störung.
dass ich eben dadurch auch den Radius ganz klar runtersetzen kann. Und wenn ich eben mich rantaste, um zu gucken, anzusprechen, ist ein passendes Stück dabei und stelle dann fest, das ist es eben nicht. Dann habe ich aber dann immer den Effekt noch erzielt, dass das Bild vertraut auf der Fläche bleibt, wenn ich 200, 150 Meter nicht unterschreite, dass sie einen dann eben auch optisch wieder wahrnehmen können. Und dadurch habe ich natürlich vom Stressfaktor her sehr viel weggenommen. Und Stressfaktor wegnehmen bedeutet dann zu Ende gedacht eben auch wieder Schäden minimieren, wenn sie praktisch hungrig in den Wald einziehen oder irgendwas. Und das hat von daher natürlich auch eine sehr gute Wirkung dann. Tagaktives Wild bedeutet, die Jäger können den Test auch nach dem Frühstück fortsetzen. Telemetrieergebnisse von Rotwild zeigen, dass es gerade am späten Vormittag aktiv ist. Mit Rückenwind wird auf der anderen Talseite ein Alttier entdeckt. Das nächste Testobjekt. Ja, also ich meine, wir haben ja das Alttier auf eine relativ große Entfernung gesehen. Uns, obwohl es schon mal rübergeugt hat, glaube ich, uns hat es da zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen. Aber der Wind stand ja genau in die Richtung. Also man sagt ja immer, Rotwild kann so auch locker bis 400 Meter menschliche Witterung wahrnehmen. Also da war schon, sag ich mal, waren wir schon bald an dem Bereich dran. Und ich schätze mal, gut, jachtlich hätte man wahrscheinlich gesagt, allein vom Gelände her, mit dem Wind können wir knicken, kommen wir gar nicht ran. So, nun wollten wir ja aber unter diesen Aspekten experimentieren und sind dann rangekommen, trotz auch, also bei Bewegen kommen ja auch Geräusche, Bewegungen zustande und so weiter. Und ich weiß gar nicht, mit bloßem Auge guckt man ja gar nicht so häufig, aber ich schätze mal, das waren zum Schluss 20 Meter. Und das wäre, sag ich mal, ohne diese Geruchstarnkappe mit Sicherheit nicht möglich gewesen. Wenn wir jetzt keinen Geruchsfilter gehabt hätten, bin ich der Überzeugung, dass das Stück sich schon in Bewegung gesetzt hätte, wenn wir nicht mal den Sichtkontakt hergestellt hätten an der Kuppe. 20 Meter hinter Chefredakteur und Kameramann filmt Andreas Irle mit seiner Kamera dasselbe Stück. Sie stehen keine 40 Meter vom Alttier entfernt, mit exaktem Rückenwind. Garantiert nicht mehr als 30 Meter. Dann kommt man schon mal unter anderen Rotwild. Ich vermute, das war ein Stück dieser Gruppe, die es eben noch ein bisschen rumgeäst hat. Komischerweise war das ja ein starkes Tier. Ich meine, auch ein Gesäuge gesehen zu haben, aber das Kalb war nicht dabei. Ein paar hundert Meter weiter entdeckt Frank Rako eine größere Gruppe Rotwild mit reifen Hirschen. Er geht mit dem Kameramann die Gruppe an. Man hätte also praktisch gar keine Möglichkeit gehabt, die nach unten zu umschlagen, also praktisch von der anderen Seite gegen den Wind zu gehen, weil dann hätten die das über das offene Gelände gleich sichtig bekommen. Und die einzige Möglichkeit war die, Ausnutzen der Deckung mit diesen vorhandenen Schlehen oder Dornenbüschen, mit der Gefahr, dass man in den Wind kommt. Und das hat sich auch deutlich gezeigt, dass es eben da auch mit dem Filter eben so ging, dass man trotzdem auf eine dichte Entfernung rankam, ohne die zu stören. Diese Bilder sprechen für sich. Wobei man wissen muss, dass das Wild unter normalen Umständen auf Menschenkontakt extrem sensibel reagiert. Lediglich die Militärfahrzeuge werden mit stoischer Ruhe ertragen. Also das waren jetzt ungefähr 60 bis 80 Meter. Das waren ungefähr 15 Hirsche, dabei auch einige wirklich gute, also alte und erfahrene. Der Wind kam voll auf die Hirsche zu. Wenn man Rotwild kennt, ist das fast ein unvorstellbares Phänomen. Es versetzt etwas Grenzen. Wenn es dann so ein junger Bock ist, da sagt man sich, ja, vielleicht ist der auch einfach nur zu blöd oder was auch immer. Aber Rotwild, das wissen eigentlich alle Jäger, sind hochsensibel, was Wind angeht. Und insofern war das natürlich hier ein schlagender Beweis. Wenn ich ehrlich bin, so ein Restzweifel ist immer noch in mir drin, weil es ist ja ein Phänomen. Von klein auf bist du als Jägerdorf getrimmt worden. Du musst guten Wind haben, musst sofort abhauen, wenn der Wind sich dreht und so was. Also Wind spielt ja bei der Jachtausübung eigentlich immer als erste Frage eine ganz entscheidende Rolle. Und dass du sozusagen dich plötzlich über diese Schranke hinwegsetzen kannst,
kann ich eigentlich immer noch nicht ganz glauben, obwohl mit jedem Versuch mehr bin ich auch mehr überzeugt.